Hallo und herzlich willkommen bei Nova Meer. Ich bin schon ganz gespannt, weil wir endlich nach langer Suche die Journalistin Halliwell treffen werden. Zumindest hat sie uns das am Telefon gesagt. Also ab nach unten an die Hotelbar. Vielleicht ist sie ja selber neugierig geworden. Ich sehe noch niemanden außer dem Barkeeper, aber was sind das für Schritte? Ah, da ist Hallo? Sie ja. Sind Sie Halliwell? Ich heiße Harper Pendrell. Du hast eine Nachricht für mich? Sehr gut, gar nicht lang quatschen, immer aufs Wesentliche drauf. Naja, ich habe diesen Umschlag. Ich habe nicht reingeschaut. Wie bist du da rangekommen? Puh, keine schöne Geschichte. Mir ist diese Frau begegnet. Ich glaube, sie war mit dem Fieber infiziert. Sie war zu krank, um weiterzulaufen. Verdammt, Patty. Erzähl mir die ganze Geschichte. Die schwerkranke Frau am Marktplatz hieß also Patty. Eine Nachbarin hat den RHC-Notruf gewählt. Bevor sie sie holten, bat sie mich, ihnen diesen Umschlag zu bringen. Wie kommt's, dass die RHC-Leute dich nicht auch mitgenommen haben? Ich bin, weggelaufen. Du bist weggelaufen? Im Ernst? Was, wenn du dich angesteckt hast? Keine Sorge. Ich hab mich testen lassen. Mir geht's gut. Ich war seit Jahren nicht krank. Mein Immunsystem verteidigt mich wie ein Ninja. Also können Sie bitte mit dieser Geheimagentennummer aufhören und endlich mit mir reden? Ich vertraue dir nicht, Pendrell. Okay. Ich brauche erst ein Bier. Hallo. Hey, was darf sein? Wegen dieses Drinks. Was darf sein? Ein Bierchen bitte. Gerne. Hast du deinen Ausweis dabei? Aber sicher. Hier. Cool, bitte sehr. Danke. Ja gut. Okay, dann sprechen wir mit der Dame. Der alte Sessel hat schon viel miterlebt. Willst du nicht hinsetzen? Okay. Und? Was steht drin? Schwer zu sagen. Scheint verschlüsselt zu sein. Irgendein Code oder eine Formel. Hier stehen Nummern. Und wellenartige Symbole. Was soll dieser 3-Fragezeichen-Blödsinn, Patty? Wer war diese infizierte Frau? Eine gute Reporterin gibt niemals ihre Quellen preis. Aber ich weiß doch schon, wer sie ist. Ich weiß bloß nicht, wer sie ist. Lass mich wissen, wie du damit so vorankommst. Bissiger Humor, sehr schön. Ich glaube nicht, dass das ein Code ist. Das sind elektronische Symbole. Scheint irgendwas mit Radiofrequenzen zu tun zu haben. Was ist los? Bist du jetzt Rundfunktechniker? Ich bin einfach nur ein neugieriger Bastler. Ich spiele auch ganz gern mit Radiozeugs rum. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe nicht, Bastler. Puh, harte Nuss. Ich glaube schon, dass Sie meine Hilfe bei der Nachricht brauchen. Wissen Sie, ich habe jede Menge Elektronikkram zu Hause. Lassen Sie mich einen Blick auf die Nachricht werfen? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Sie können mir vertrauen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Aber mit Elektronik kenne ich mich ganz gut aus und ich habe das Gefühl, ich bin es dieser Frau schuldig. Na gut, aber schreib's dir ab. Okay, in Ordnung. Wir haben jetzt quasi diese Daten erhalten. Und wir haben ja ein wahnsinnig tolles Amateurfunkgerät zu Hause stehen. Und wir werden jetzt versuchen, diese Daten da reinzubekommen. Aber bevor wir das tun, vielleicht geht noch ein wenig Smalltalk mit der lieben Halliwell. Warum sind Sie in Yelltown? Ich recherchiere für einen Artikel. Über das Fieber, stimmt's? Ja, aber es ist kompliziert. Du hältst dich da besser raus. Warum benutzen Sie einen falschen Namen? Und was sollte dieser ganze Ornithologie-Unsinn? Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Yelltown ist zurzeit kein sicherer Ort. Was Sie nicht sagen. Ich schaue mir diese Nachricht mal genauer an. Okay, danke, dass du sie mir gebracht hast. Nicht der Rede wert. So, dann gehen wir mal in meine Wohnung und versuchen, diese Nachricht zu entschlüsseln.
Tschüss, Motten. Ach ja, hier ist ja noch das kaputte Auto vom Professor. Darum kümmern wir uns aber ein bisschen später. Ich möchte jetzt wissen, was das für eine Nachricht ist. So, hier oben ist unser Amateurfunkgerät. Bei dem laut Harper die Frauen ganz wild werden. Okay, also Harper. Nee, warte, vielleicht muss ich diese Nachricht hier oder diesen Code einfach nur hier hinziehen. Und los. Lieber nicht. Lieber nicht, okay, das ist jetzt, Hm. 1540.17. Ich denke mal, das wird für den AM-FM-Bereich hier unten sein. Und die kleineren Frequenzangaben müssten hier über die Rädchen einzustellen sein. Ah, warte. 65 385 353. So. Und 61,85. Okay. Grad und 1764,87. Mit Fingerspitzengefühl 1764,87. Geht der gar nicht hier so weit? Geht der hier so weit? Dann ist es nämlich der hier. Okay, 1764,87. Wunderbar. Und 31 Grad. Und der andere war dann 137 und 184. So, jetzt nur noch herausfinden, in welchem Frequenzmodul wir sind, AM oder FM. Hey, was ist das? Feldstudie Phase 1. Was zur Hölle? 31. Juli. Yelltown-Einheit. Yelltown? 5. August. Arbutus Hill-Einheit. Was ist das? Feldstudie Phase 3. 11. August. Ich hole Halliwell lieber her. Und? Was halten Sie davon? Sehr interessant. Gut gemacht, Harper. Ich bin schon über eine Menge Sender gestolpert, aber noch nie über sowas. Das Datum zu Yelltown, das ist heute. Das ist ein bisschen beängstigend, oder? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, dass heute Abend hier irgendetwas passiert. Aber was? Genau das würde ich gerne herausfinden. Das ist ja schon mal höchst interessant, was die da abgefangen haben. Hat es etwas mit der infizierten Frau zu tun? Naja, das hier ist die Nachricht, die sie mir überbringen wollte. Hat es was mit dem Fieber zu tun? Irgendeine Art Quarantäne oder so? Ich weiß es nicht. Danke für deine Hilfe, Harper. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin übrigens Jane. Danke. Ich bin Harper. Ja, das weiß ich. Oh Mann.
Kennst du das, wenn man es einfach nur bereut, morgens nicht im Bett geblieben zu sein? Diese schäbige Matratze nennst du ein Bett? Nur zu deiner Information, das ist eine sehr teure Astronautenmatratze. Ja? Von wem? Laika, dem Weltraumhund? Nein. Hey! Auf Wiedersehen, Harper. Komm rüber zu mir ins Hotel, wenn du mehr kryptische Nachrichten findest. Da waren wir ja schon mal sehr erfolgreich. Okay, das wäre geschafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem kaputten Auto vom Professor. Beziehungsweise vielleicht gleich zum Professor. Und erzählen ihm, dass seine Karre Schrott ist. Weil wie will er denn die Stadt verlassen mit so einem Auto? Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich habe Ihr Auto in Jakes Werkstatt gesehen. Es ist ein einziges Wrack. Nein, nein, nein. Jake repariert bloß die Bremslichter. Er sagte, er bringt es heute noch vorbei. Ich fürchte, er hat Sie angelogen, Professor. Es sieht aus, als hätte Jake die Stadt verlassen. Und wie es aussieht, hat er Ihre alte Blechkiste vorher gründlich ausgeschlachtet. Verflixt und zugenäht. Wir brauchen das Auto, um zum RHC-Camp zu kommen. Und nach Port Nicola. Ihr Auto ist Schrott. Was jetzt? Es ist mir wahnsinnig peinlich, fragen zu müssen, Harper, aber glaubst du, du könntest einen Blick drauf werfen? Weißt du, ich muss... Mit der Forschung weiterkommen. Ich weiß. Geben Sie mir die Schlüssel. Danke, Harper. Wir brauchen einen fahrbaren Untersatz. Ach ja, der Harper. Der Mann für alles. Auch schön, wenn der Werkstattmechaniker dein Auto ausschlachtet, obwohl du es eigentlich zum Reparieren gegeben hast und macht sie erst im Staub. Es ist abgeschlossen, aber es sieht nicht gut aus. So, wo ist der Schlüssel? Hier? Okay, schauen wir mal. Was zum... Die Kiste ist ja komplett ausgeschlachtet. Sieht aus, als würde der Keilriemen fehlen. Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Verdammt, die Batterie fehlt. Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. Mist! Hier fehlen zwei Zündkerzen. Die Kiste ist echt in einem unglaublichen Zustand. Ach, der Kühlerschlauch hat ein großes Loch. Das ist der Kühler. Sieht nach einer Kupfer-Messing-Legierung aus. Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Okay, also, die Zündkerzen fehlen, zwei Stück. Der Kühlerschlauch hat ein Riesenloch. Keilriemen fehlt, Ölstand sieht gut aus, hat er gemeint, Kühlmittel fehlt, Batterie ist auch weg. Ja, so Kleinigkeiten, oder? warte mal, wir haben doch hier einen tollen Schrottplatz. Wir gehen mal zu Leroy, vielleicht hat er ein paar Ersatzteile für uns. Okay. Hier hängt nämlich schon ein Automotor im Kran. Ist gut. In Ordnung. Wir reden mal mit Leroy. Vielleicht hat der die eine oder andere Idee. Hey, Leroy. Hey, Harper. Macht es dir was aus, wenn ich ein wenig im Müll stöbere? Wie, hast du ein neues Projektchen? Weißt du was? Nimm dir, was du brauchst. Lass nur die alten Autoteile hier. Damit mache ich gut Reibach, weißt du? Naja. Ich versuche, dieses kaputte Auto zu reparieren. Könnte ich bitte ein paar Ersatzteile aus dem Müll fischen? Papa, du weißt doch, für einen alten Kumpel mache ich da immer gerne Ausnahme. Du hast mir doch selbst schon so auf den Arsch gerettet. Danke, Leroy. Nur mache ich mit dem Krempel von den euren Karren ganz schön Asche. Tust du mir einen Gefallen im Gegenzug? Welchen denn?
Klar, was willst du? Könntest du mir wohl ein Bierchen holen? Ich komme hier um vor Durst. Ich krieg ja nichts mehr in der Hotelbar seit... Naja, du weißt schon. Der Sache. Ja, ich erinnere mich. Ich nicht. Nach dem Schokobrunnen kann ich mir ja gar nichts mehr erinnern. Wenn du mir ein Bierchen rüberbringst, kannst du hier jedes alte Autoteil nehmen, das du brauchst. Okay, okay, so machen wir's. Sehr schön, und wie es der Zufall will, habe ich ja bereits ein Bier auf Tasche. So, aber bevor wir ihm das Bier geben, was hätten wir denn hier noch zur Auswahl? Ich habe einen sehr seltsamen Funkspruch empfangen. Ich denke mal nicht, dass es Leroy interessiert. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. Hier ist das Bier. Hier ist dein Bier, Leroy. Oh, danke, Hab. Kannst mich jederzeit anhauen wegen dem Karrenschrott. Okay. Gut, ich hätte gerne diesen Automotor. Da hängt ein alter Motor am Kran. Stück für Stück wird der Kran selber Teil des Schrotthaufens. Der Kreislauf des Lebens. Manchmal habe ich aber mit den eigenen Geh doch mal hier hoch. Ich sehe nämlich einen Hebel, den man schön ziehen könnte. Vielleicht ist in dem alten Automotor was Nützliches. Ich sollte Leroy fragen. Aber der hat doch jetzt sein Bier. Nimm doch einfach die Teile. Hey, Leroy. Hey, Harper. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Ich brauche etwas Kühlmittel. Ja, Jake hat ein paar Pullen in seiner Werkstatt. Ich hab's rübergeholt, wie er abgehauen ist. Besser wie wenn die Kiddies das Zeug saufen oder rauchen. Stimmt's oder hab ich recht, hä? Sehr aufmerksam. So bin ich. Also, könntest du mir eine Flasche Kühlmittel geben? Welche brauchst du denn? Gibt's da Unterschiede? Ja, sicher. Guck mal hier. Aha. Ja gut, es ist pink. Aber pink haben wir hier dreimal auf dem Zettel. Biologisch, anorganisch. Wow. Wo liegt da der Unterschied? Nimmst du das Falsche, fliegt dir der Kühler um die Ohren. Das ist der Unterschied. Schütte niemals die Bioplörre in einen Kupfermessingkühler. Das Ding ist sofort im Arsch. Okay. Das wissen wir ja, dass der Kühler ein Kupfermessingkühler ist. Und Bio geht nicht. Wir nehmen das G18. Ich brauche eine Flasche G18. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. So, jetzt brauchen wir einen Keilriemen. Hast du einen Keilriemen? Nee, hat keinen Wiederverkaufswert. Verdammt, ich brauche einen. Vielleicht kannst du irgendwas anderes dran friemeln. Hauptsache elastisch. Ah, wir haben ja die Strumpfhose aus der Mülltonne gefischt. Die geht auch. Okay, dann... Autobatterie, richtig. Wie sieht's mit einer Autobatterie aus? Ja, ich habe die Woche eine gehabt, um dem Traktor Starthilfe zu geben. War noch ziemlich in Ordnung. Du hast nicht zufällig ein paar Zündkerzen? Nee. Wobei, es könnten welche in dem alten Motor, der am Kran hängt, sein. Super. Kann ich sie haben? Sicher, wenn ihr ihn selber runterlässt. Ich guck mir das Spiel an. Kein Problem. Und einen Kühlerschlauch, bitte. Ich bräuchte einen Kühlerschlauch. Habe ich irgendwo. Ich habe versucht, eine Gasflasche an meinen Herd anzuschließen. Aber die Düse hatte die falsche Größe. Dachte dann aber bei mir, bevor ich den Wohnwagen in die Luft jage, lasse ich das lieber. Dann haben wir jetzt ohnehin über alles gesprochen und ich suche mir jetzt die Einzelteile. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. Was haben wir hier? Ein paar rostige Radkappen und einen alten Föhn. Na... Schauen wir mal hier. Aha, da ist die.
Ich habe die Batterie gefunden. Super. Was ist in diesem Haufen? Hm, nur ein alter, verbogener Einkaufswagen. Okay, Gasflaschen, Gasflaschen. Ah, das hier sieht aus wie ein Kühlerschlauch. Sehr gut. Wir müssen den Motor runterlassen. Er klemmt. Nochmal. Ich kann ihn nicht bewegen. Natürlich hätte er auch mal einfach sein können. Was ist hier vorne noch drin? Der Elektroschrott ist meine Lieblingsschrottsammlung hier. Ich habe hier schon so allerhand Perlen der Radiotechnik aufgespürt. Okay. Hier ist nichts drin, was wir gebrauchen können. Wir gehen mal nochmal zurück. Hey, Leroy. Hey, Harper. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Der Hebel des Krans scheint irgendwie festzuhängen. Ah, ja. Die alte Lady muss mal wieder ein bisschen geschmiert werden, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hoffe, ich verstehe es. Okay. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. Der Hebel klemmt. Wo bekomme ich jetzt Öl her, um den zu schmieren? Hier ist wohl nichts mehr. Was habe ich denn im Inventar? Glas. Wo kriege ich denn Öl her? Vielleicht nochmal zurück in die Autowerkstatt? Hm, es startet nicht. Ja, ist ja klar, ne? Ist da nicht noch irgendwo Öl drin oder sowas? So ein bisschen Öl zum Schmieren? Genau, er sagte ja, dass der Ölstand in Ordnung wäre. Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Ja. Wenn jetzt hier Öl... Aber wie soll das gehen? Ich könnte ein wenig Öl in das Glas füllen. Aha. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, das Öl aus dem Tank zu bekommen. Ja, der Klassiker, ne? Wie in den Ganoven-Filmen. Ich könnte mit dem Schlauch etwas Öl aus dem Tank lassen, aber er ist viel zu lang. Ach so, ja, kein Problem. Wir haben ja das Multitool. Und wir schneiden hier ein bisschen Schlauch ab. Hat's geholfen? Wo ist denn jetzt der Schlauch? Ah, da ist das Stück. Sehr gut. Ich kann diesen Schlauch benutzen, um ein wenig Öl aus dem Tank zu lassen. Okay, ich muss nur ein wenig saugen und dann... Naja, hat geklappt. Und ist der Ölstand jetzt immer noch in Ordnung? Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Okay, wir haben das Öl. Wir gehen zurück zum Kran, schmieren da den Hebel etwas und dann kommen wir an diesen Automotor ran. Hebel, da ist der Hebel. Damit sollte es gehen. So, jetzt ziehen. Wuhu! Hey, da sind ein paar Zündkerzen im Motor. Sehr gut. Dann haben wir, denke ich, eh alles, oder? Kühlerschlauch, Kühlmittel, Batterie, Zündkerzen, Strumpfhose wegen Keilriemen. Ich glaube, wir haben soweit alles. Na dann.
Okay, Kühlmittel? Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtige Kühlmittel habe. Toi, toi, toi. Okay, Schlauch. Sehr gut. Batterie. Zündkerzen. Ah ja, und die Strumpfhose. Perfekt. Wenn Mrs. Danman wüsste, wie nützlich ihre Unterwäsche doch ist. Ich hab das Auto repariert. Na gut, sieht außen etwas fertig aus, aber hey. Ja dann können wir jetzt zum Professor gehen und ihm die freudige Botschaft übermitteln. Hey Professor. Hallo Harper. Ich habe Ihr Auto repariert. Oh, wunderbar. Ist der Schutzanzug soweit? Ich arbeite dran. Fabelhaft. Der Schutzanzug müsste eigentlich fertig sein, oder? Gib ihm den mal. Ich habe Ihrer ekligen Gummijacke einen schönen Rallye-Streifen verpasst. Oh, sehr gut. Sieht überzeugend aus. Gut gemacht, Harper. Aber irgendwas scheint noch zu fehlen. Kann ich den anziehen? Hier kann ich den Anzug nicht benutzen. Hey, Professor. Hallo, Harper. Okay, wir hören uns nochmal den Plan an. Wie war nochmal der Plan? Du schleichst dich in das Behandlungscamp der RHC und besorgst eine Blutprobe der infizierten Person. Oh, ich hatte gehofft, dass es diesmal ein bisschen weniger durchgeknallt klingen würde. Nein, es klingt immer noch gaga. Wie war das mit diesem Gummianzug nochmal? Es sollte ein Klacks sein, ihn wie die RHC-Anzüge aussehen zu lassen. Und er ist nicht aus Gummi. Er ist aus Polyester, ja, wir wissen's. Wiedersehen, Professor. Mach's gut, Harper. Also hier kommen wir schon mal nicht weiter. Ich gehe mal zurück ins Hotel zu Halliwell. Vielleicht gibt es hier noch eine Sprachoption, die wir übersehen haben. Morton ist immer noch happy mit seinem aufgezeichneten Footballspiel. Hey, Halliwell. Hey, Harper. Du schreibst also einen Artikel über das Yelltown-Fieber? Ich versuche es, aber ich komme nicht so richtig weiter. Ich hab's beim RHC-Behandlungscamp probiert. Aber die haben nicht mal mit mir gesprochen. Nun habe ich auf Informationen von Patty gehofft. Naja, du weißt ja, wie das lief. Aber dieser Funkspruch hat eine Vermutung bestätigt. Irgendwas stinkt zum Himmel in Yelltown. Oh, das ist nur Mrs. Danmans Tigerkätzchen. Sehr witzig. Oh, sie war also bereits schon mal in diesem Camp. Du warst also beim Camp der RHC? Ja. Die Nummer mit der verirrten Touristin kommt nur leider bei diesen Leuten nicht gut an. Warum fragst du? Ach, nur so. Bin einfach ein guter Zuhörer. Naja, eigentlich wollen wir da ja hin. Er hält sich da auch noch ein bisschen zurück? Hat die Port Nicola Times dich nach Yelltown geschickt? Naja, ich bin Freelancerin. Schick. Nein, Freelancen bedeutet Tiefkühlpizza. Viel Tiefkühlpizza. Aber ich glaube, ich bin hier an was dran. Ich habe das einfach im Gefühl. Wenn ich diese Story bringe, müssen sie mir eine Festanstellung geben. Vielleicht sogar eine eigene Kolumne. Okay. Was ist so schlecht an Tiefkühlpizza? Was weißt du über das Yelltown-Fieber? Über die Krankheit selbst? Vermutlich nicht mehr als du. Niemand weiß, was es ist und wie es sich verbreitet. Wir wissen nur, dass es tödlich verläuft. Und das schnell. Senatorin Thurlow sagt, die RHC hat es geschafft, die Krankheit zu isolieren und behauptet, alles sei unter Kontrolle. Plötzlich bekomme ich aber eine seltsame Nachricht von einer Informantin, die mich bittet, nach Yelltown zu kommen. Du bist also nach Yelltown gekommen, um deine Informantin zu treffen? Unter einem falschen Namen. Patty bat mich, vorsichtig zu sein. Sehr vorsichtig. Patty, ist das die Frau, die... Genau. Allerdings ist dieser Funkspruch nun alles, was ich habe. Ich weiß weder, wer sie war, noch was sie mir sagen wollte. Mist. Was genau hat Senatorin Thurlow damit zu tun? Liest du keine Zeitungen? Lass uns für einen kurzen Moment annehmen, dass ich das nicht tue. Du kennst sie. Sie ist diejenige, die eine weltweite Gesundheitsinitiative zur Auslöschung aller Krankheiten gründen will. Ja, die Frau von diesem Gesundheitsdings.
der Gesundheitsausschuss des Repräsentantenhauses. Ich habe sie interviewt, damals als sie zur Vorsitzenden gewählt wurde. Sie ist eine kluge Frau. Thurlow hat der RHC hier in Yelltown die Verantwortung übertragen. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Vertraust du der RHC nicht? Ich bin mir nicht sicher. Die RHC ist das erfolgreichste medizinische Privatunternehmen der nördlichen Hemisphäre. Sie haben schon ähnliche Krisen problemlos meistern können. Aber? Kein Aber. Ich habe nichts Konkretes gegen sie in der Hand. Es ist nur so ein Gefühl. Bis später. Bis später, Harper. In Ordnung. Wir wissen jetzt zumindest schon mal, dass Halliwell bei diesem Camp war. Sie würde also diesen Weg auch kennen. Ansonsten haben wir jetzt nichts Neues erfahren. Es sieht fast so aus, als würde uns tatsächlich nicht mehr viel fehlen, um in dieses Camp zu fahren. Also nochmal. Auto ist repariert. Schutzanzug haben wir doch. Ich habe den roten Streifen auf meinem Anzug. Fehlt nur noch das RHC-Abzeichen. Ja, klar. Welches Abzeichen? Mein Gott. RHC-Abzeichen. Habe ich jetzt hier irgendwo ein Abzeichen im Inventar? Ich habe hier ein Multitool, Klebstoff, Reinigungsmittel, Ausweis. Ist hier irgendwo etwas, was wir übernehmen könnten aus der Zeitung? Nein. Was mache ich denn mit diesem Klebstoff? Super Klebefix. Starker Stoff. Die Spitze ist verstopft. Ja gut, mit Reinigungsmitteln und Kleber kommen wir jetzt nicht weiter. Wir probieren jetzt mal das Multitool aus. Und zwar... Wenn ich die Spitze abschneide, kann ich den verstopften Kleber lösen. So, wer sagt's denn? Okay. Hilft uns das jetzt mit dem Anzug weiter? Ich sollte den Kleber nicht auf den ganzen Anzug schmieren. Also er ist jetzt nicht komplett gegen diese Aktion, aber irgendwas fehlt trotzdem. Haben wir hier nicht ein größeres Plakat? RHC. Vielleicht kann ich hier irgendwas vom Plakat wegschneiden. Ha! Das könnte funktionieren. Sieht gut aus. Haha. Alles klar. Gut. Okay. Ihhh, klebrig. Und jetzt auf den Anzug. Ja, das sollte klappen. Sieht so aus, als hätte ich mir einen ziemlich überzeugenden RHC-Anzug gebastelt. Ja, MacGyver ist MacGyver. So, aber nun. Hier bitte. Ich glaube, der Anzug ist soweit. Wunderbar, Harper. Gut gemacht. Exzellent. Dann haben wir ja alles. Außer, trotz größter Bemühungen ist es mir bisher nicht möglich gewesen, den Standort des RHC-Camps auszumachen. Ha! Sie haben Glück, Professor. Ich glaube, ich habe gerade jemanden getroffen, der weiß, wo das Camp ist. Fabelhaft! Warten Sie hier. Ich spreche mit ihr. Richtig. Halliwell weiß ja, wo dieses Camp ist. Aber da sie eine Journalistin ist, ich befürchte, die will mit. Also, wo ist dieses RHC-Camp? Ich sag dir was, Harper. Ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Perfekt. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder?
Nein, niemals. Auf keinen Fall. Nein! Okay. Naja, solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, könntest du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Super Idee. Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir. Und ob der Einbruch in das Camp klappt oder ob alle dabei erwischt werden und im besten Fall nur Ärger bekommen, das seht ihr im nächsten Teil von Unforeseen Incidents. Bleibt gesund und bis bald bei Nova Mea.